Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf dem Timos Hardware aus Kanal. Ja, heute gibt's kein PC Rescue, weil auf dem Schrott nichts war. Heute werde ich einen 120 Euro Gaming PC bauen. Vielleicht kennt ihr den PC, den habe ich vom Schrott. Ja, und den werden wir upgraden mit einer Grafikkarte, Festplatte und SSD. Und ja, so ein PC, den kriegt man für ungefähr, ja, 60, 70 Euro oder auch billiger auf eBay Kleinanzeigen. Ich zeige euch mal hier ganz kurz das Bild. Ja, und wir würden mal sagen, ja, ich beginne einfach mal. Ja, nochmal zum Rechner, das ist ein HP Elite 7500 MT Series, der hat zwei USB 3.0 Slots vorne und CD-Laufwerk, Kartenleser und hinten hat er halt auch noch diverse Anschlüsse, USB 3.0, DVI. Der Rechner sollte genügend Möglichkeiten bieten, um den abzugraden. Hier sieht man den Rechner einmal von innen, da seht ihr mal, der ist relativ staubig, das sieht man gar nicht so stark jetzt auf dem Video, aber er ist auf jeden Fall staubig. Genau, wie gesagt, wir werden da die verschiedensten Komponenten noch reinbauen. Ja, und mit was wir den Rechner aufrüsten, das zeige ich euch jetzt mal. Erstmal werden wir den RAM upgraden. Da sich im Rechner schon 4 GB DDR3 befinden, werde ich den Rechner einfach nur mit noch einem DDR3-Stick upgraden. Aber so DDR3-RAM kriegt man schon für 10 Euro. Ein 8 GB-Kit mit 2x4, dazu seht ihr hier auch das Bild mal aus eBay Kleinanzeigen. Also wie gesagt, der Rechner wird 8 GB haben, also ich grade ihn von 4 auf 8 ab. Den SSD-Speicher, den wir verwenden, das ist eine Intenso SATA-SSD mit 120 GB. Die kriegt man auf Amazon für rund 19 bis 20 Euro. Und die werden wir natürlich noch mit einer HDD pairen. Die Grafikkarte, die wir hier verwenden, ist eine MSI GeForce GTX 750 Ti, also die Twinfrotzer Gaming-Karte, die OC Edition. Die habe ich für 40 Euro auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Ja, man sollte eine GTX 750 Ti für 40 Euro finden, für 60 Euro oder sagen wir mal 50 Euro gibt es auch eine 760er oder auch besser. Aber für den Preis voll okay und das auch noch mit Originalverpackung. Ich blende euch hier mal ganz kurz Anzeigen ein, wie teuer denn sowas auf eBay ist. Ja, diese Grafikkarte braucht auch keinen zusätzlichen Stromanschluss, das heißt, das ist eigentlich perfekt für Netzteile mit nicht so viel Leistung und auch für Office-PCs. Aber wir werden das Netzteil tatsächlich austauschen im Rechner, einfach nur, weil das vorherige sehr, sehr schwach ist. Ich habe hier vorhin jetzt leider keine Aufnahmen gemacht, wie ich das Ganze rausgebaut habe, aber wie gesagt, das Erste, was ich gemacht habe, ist alles rausbauen, weil, wie gesagt, das Ganze war staubig. Und ja, das Mainboard seht ihr hier einmal auf dem Tisch, dahinter das Netzteil. Ich habe ja gesagt, wir werden ein anderes nehmen. Und hier ist auch noch der CPU-Lüfter. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal das Netzteil, was wir dafür nehmen werden. Das ist das Netzteil, das ist ein X-Silence mit 450 Watt, das hat sogar eine 80-Plus-Zertifizierung. Das hat auch einen 6-Pin-Stecker, falls man dann nochmal irgendwie eine andere Grafikkarte reinbauen will oder so. Es hat auch genug Anschlüsse und ja, das Netzteil werden wir verwenden. Ja, ich habe dann alles abgestaubt, auch das Gehäuse, und habe dann halt noch die CPU-Wärmeleinpaste ausgetauscht und habe den Kühler auch wieder draufgeschraubt, das seht ihr ja auch gerade. Genau. Hier ist nochmal das komplette Mainboard hinterher und wie ihr seht, es ist sehr sauber und es ist alles im guten Zustand. Hier seht ihr mal ganz kurz, wie ich das neue Netzteil noch reinbaue. Ja, und ihr seht jetzt einfach gleich schon mal, wie der PC aussieht, wenn er fertig zusammengebaut ist. Das heißt, auch mit eingebauter Grafikkarte und SSD. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs Kabelmanagement. Es ist ein OEM-Gehäuse, Leute. Ich kann es nicht besser hinkriegen. Ja, hier seht ihr das einmal. Ja, hier seht ihr das Desaster einmal. Die SSD schwebt leider lose im Gehäuse rum. Die ist zwar unten befestigt, so dass sie nicht rausfliegen kann, aber ich konnte sie nicht festschrauben, weil es dafür einfach keine Schraubenlöcher gibt irgendwo im Gehäuse. Deswegen, ja, so ist es jetzt nun mal. Die HDD ist da drunter. Es passt aber alles ansonsten super rein. Die Grafikkarte passt super rein. Es berührt auch kein Kabel im Lüfter. Die Grafikkarte kriegt genug Luft. Alles gut. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ich installiere jetzt mal Windows. Aber zuerst gucken wir, ob das System angeht. Und danach installiere ich Windows. Und dann machen wir noch Spieletests. Ja, hier mache ich das System zum ersten Mal an und ja, das ist auch tatsächlich sehr leise, also man hört überhaupt nichts, das ist ganz cool. Ja, und wie ihr seht, das geht an ohne Probleme. Hier steht halt, wie gesagt, Disk Error, weil keine Festplatten konfiguriert sind oder so. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Windows-Installation wieder. Ich habe jetzt Windows 10 Pro auf dem Rechner installiert. Ja, und es läuft auch super, der PC fährt ganz schnell hoch. Und ich habe jetzt zwei Spiele installiert. Wir werden zwei Spiele testen, leider nur zwei, weil das Problem ist, dass der Rechner morgen schon weggeht, weil ich ihn verkaufe an einen Freund. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, das tut mir jetzt echt leid, Leute. Aber wir werden Minecraft und Stranded Deep testen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Stranded Deep an. Dann seht ihr einfach mal, wie gut das tatsächlich auf so einem alten System läuft. Ja, Stranded Deep kann man auf niedrigen bis mittleren Einstellungen durchaus sehr flüssig spielen. Ich habe im Durchschnitt 50-60 FPS, was für so ein Alter von System ganz gut ist. Vor allen Dingen, weil Stranded Deep ja sogar ein sehr grafikfressendes Spiel ist. Ja, wie ihr seht, es läuft ganz gut. Aber ich habe überhaupt keine Probleme zum Spielen. Also beim Spielen. Und ja, dann kommen wir einfach mal zu Minecraft.
Minecraft läuft ohne Shader natürlich sehr flüssig. Ich habe im Durchschnitt auf mittleren Grafikeinstellungen, also hohen Grafikeinstellungen, aber niedrigere Render Distance 400, 500, 600 FPS. Es läuft super flüssig, gar kein Problem. Und selbst mit Shader, mit einem Medium Shader, haben wir hier immer noch über 100 FPS, was ziemlich beeindruckend ist, wie ihr hier mal gerade seht. Also Minecraft ist auch kein Problem. Minecraft ist ja, wie gesagt, allgemein eigentlich kein Problem. Das läuft ja auf jedem Rechner, aber auf dem auch mit Shader besonders flüssig, was mich auch gewundert hat. Aber es läuft super, man kann es einwandfrei spielen. So, das war's mit dem Video. Hier seht ihr einmal was von 120 Euro Gaming-PC, den tatsächlich auch jeder zusammenstellen, bauen, kaufen kann. Weil das kann man ja alles auf eBay kaufen. Das Netzteil habe ich jetzt nicht einbezogen, aber das kriegt man bestimmt auch für 10er oder so. Da seht ihr einfach mal, was so ein 120, 130 Euro PC einfach schon leisten kann. Das ist schon beeindruckend. Für das Alter und für das Geld kann man doch einiges schon kriegen. Ja, und da würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.